mit Trübsinn ist Schluss, der Ärger kann gehen, die Stimmung, die steigt, ja, jetzt wird es schön, der Heinz Silaus kommt heut in die Stadt. Du rufst aus dem Fenster, ich fasse es nicht, die Laune ist prima und überall Licht, der Heinz Silaus kommt heut in die Stadt. Am Glühwein stand der Erste um 18 Uhr schon voll. Um 9 gehen dir die Lampen aus und der Heinz bringt dich nach Haus. Denn mit Trübsinn ist Schluss, der Ärger kann gehen. Die Stimmung, die steigt, ja, jetzt wird es schön. Der Heinz Silaus kommt heut in die Stadt. Aber ganz im Ernst. Der Heinz Silaus kommt überhaupt nicht in die Stadt. Ich komme überhaupt nirgendwo hin. Denn natürlich melde ich mich hier auch aus dem Heimeierorgeling. Aber ich kann wenigstens zu euch in die Wohnstuben kommen mit dem TAS Adventskalender. Ich freue mich, liebe Menschen. Seid mir gegrüßt. Dabei wollten wir uns das dies Jahr doch wieder so schön machen auf dem Rewe-Parkplatz bei uns in Glehn mit dem Weihnachtsmarkt. Und du brauchst natürlich auch ein angesagtes Heißgetränk. Und ich sag euch, damit hätten wir den Vogel abgeschossen. Glümmerling. Ja, hab auch richtig gehört. Glümmerling. Heißer Kümmerling. Hör mal, das ist ganz herrlich. Da würde einem so wohl und fein. Aber mein Nachbar hat das probiert. Der konnte danach die Schilddrüsentabletten konnte absetzen. Ja, und natürlich brauchst du auch was für die Kleinen. Und die hatten sich schon so gefreut auf ein Krippenspiel als Musiker. Ja, ich hatte mir wieder richtig was einfallen lassen. Richtig stimmungsvoll. Liebe Kinder, gebt fein acht, der Heinz hat euch was mitgebracht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein jeder gezählt werden sollte. Und so machten sich auch Maria und Josef aus Nazareth auf den Weg nach Bethlehem. Eins und eins, das macht zwei mit Kind. Da sind wir schon drei. Maria, wo kommt denn das Kindlein her? Ja, Josef hakte nach, weil Maria schwanger war, obwohl die beiden überhaupt nicht verheiratet waren. Das Bäuchlein hat der Geist gemacht, um uns zu bekehren. Drum, Josef, halte Füße still, der Geist kann uns überall hören. Ach so, sagt Josef, wenn das so ist. Ah, guck mal da, Bethlehem. Und schon waren die zwei da und Josef sagte, Mensch, ist das voll hier. Das ist ja wie in Köln zum Karneval. Hör mal, Meister, Doppelzimmer. Tausendmal gefragt, tausendmal wird Nein gesagt. Beim tausendundeinsten Mal hat man keine Wahl. Und die beiden kamen in einem Stall unter, der offensichtlich für vier Gäste ausgelegt war, denn Ochs und Esel waren schon da. Alle Viecher sind schon da, alle Viecher, alle. Der Esel ist grau und der Ochse ist groß. Zack, da gehen die Wehen schon los. Und Maria brachte einen Knaben zur Welt, den sie Jesus nennen. Und die Freude, die war riesig. Und plötzlich standen noch ein Rudel Hirten auf der Matte, angeführt von einem Gabriel. Und Josef und Maria merkten, dass wirklich etwas ganz, ganz Außergewöhnliches hier im Zuge war. Denn der Besucherstrom wollte einfach nicht abreißen. Ding dong, ding dong, wer steht da vor der Tür? Vielleicht ist es der Gastwirt mit einer Pizza und drei Bier. Aber nein, es waren drei Edelleute aus dem Orient. Und Josef fragt, ja, Donnerwetter, wie kommt ihr denn hierher? Mit einem Stern, der seinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt und über unsere Liebe wacht. Jesus so und Josef so, hör mal, Donnerwetter, der Stern heißt Jesus? Nee, sagten die drei, aber sonst hätten wir das Lied nicht nehmen können. Ja, und was soll ich sagen? Die Freude war riesengroß und die ersten Kita-Jahre waren gesichert, weil die drei noch ordentlich Präsente dabei hatten. Das ist Wahnsinn! Für euch war auch Gold und noch Myrrhe! Myrrhe, Myrrhe, Myrrhe! Ja, was soll ich sagen? Und dann sind die drei wieder auf ihre Kamele geklettert und sind abgezogen. Ne? Vorher haben sie aber noch nach einem Stück Kreide gefragt und haben noch was Unverständliches über den Türrahmen gekritzelt und haben gesagt, wenn euch die Geschichte gefallen hat,
dann schreibt sie auf. Und wer sie erzählen kann, der erzählt sie weiter. Aber da kannst du mal gucken, wie naiv die waren. Ich sage euch, wer bei uns in Glehn 3 Stunden am Glümmerlingstand war, der kann natürlich überhaupt nicht mehr schreiben. Ne? Aber die Geschichte hat sich durchgesetzt. Die ist so schön, dass wir sie uns seit 2000 Jahren erzählen. Und Freunde, ganz im Ernst, egal, ob du was glaubst oder nicht, egal, wo du herkommst, ob du blau, grün, rot, gestreift oder kariert bist, das Schöne an der Geschichte ist doch, dass da einer auf die Welt gekommen ist, der an die Liebe unter den Menschen geglaubt hat. Ja, und das verbindet uns auch irgendwie. Wobei ich da gerade, muss ich sagen, schon echt ordentlich ausgebremst bin. Aber ich sage euch, wenn der Quatsch irgendwann vorbei ist, da werde ich euch so durchbekuscheln, da werdet ihr euch aber an die Zeiten mit Abstandsregeln zurücksehnen. Ja, liebe Leute, denn gerade jetzt, und wir machen nochmal ein Häppchen Musik, denn gerade jetzt ist es doch so, gerade jetzt im Dezember, da bin ich immer so wahnsinnig romantisch. Leid flüstert Heinz allein, Weihnacht, das Fest der Liebe ist so nah. Wo die Tannen funkeln, ist im Dunkeln Jutenmunkeln. Mein Schatz, mit mir, da bist du nie allein. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Adventszeit und fröhliche Weihnachten.